Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Another Code, doppelte Erinnerung. Derjenige, der sich diese Rätsel ausgedacht hat, ist, denke ich mal, ein ziemlicher Sadist. Deswegen versuchen wir es jetzt auch ein bisschen weiter hier. Das tun wir nach oben und dann holen wir uns auch noch mal das andere Mal. Bye. Moment mal. Das hier geht nach oben. Ich mich frage, was passiert, wenn wir das einfach so nehmen und dann drehen? Dann erhalten wir gar nichts. Okay, ich verstehe. Gut, hätte ja klappen können. Zwei, drei, acht. Zwei, drei. Nee, das ist eine 6, würde ich sagen. 6. Das letzte ist eine 9. 2, 3, 6, 9, gut. Ist in Ordnung. Wir haben es geschafft. Die Tür ist abgeschlossen. Zahnschloss ist angebracht. Und die Kombination? Sechs. Neun. Na, also geht doch. Geschafft! Tatsächlich. Sag mal, Ashley, glaubst du, da finden wir deinen Papa? Ja, hoffentlich. Ich denke, hinter dieser Tür finden wir das Labor. Komm, die, wir gehen. Sollte ich mir die wichtigsten Dinge noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen. Schließlich will ich sie ja nicht vergessen. Immer dieser Bildschirm. Mal gucken, was hat uns dieses Mal zu erzählen? Wir hatten das Rätsel der Kerzenleuchter gelöst. Denken in den Speisesaal. Dort fanden wir im Kamin. Im Kamin fanden wir das Nachwort. Genau. Im Kamin lag das Nachwort des Forschungsbericht. Ich glaube, das andere war ein Porträt oder ein Foto und halt ein Teddybär. Wer wollte es verbrennen und warum? In der Zeitung, die auf dem Tisch im Speisesaal lag, war ein Artikel über Mamas Tod. Beim Lesen erinnerte ich mich an die Nacht, in der sie starb. Die Nacht, von der ich immer wieder träume. Die Zeitung nannte als Hauptverdächtigen in dem Fall die, Richard, Bill oder Jessica. Na, wir wissen doch alle, dass es die war. Den kannt sie dort ja auch schon. Nein, Richard. Genau! In der Zeitung stand, dass die Polizei Papa verdächtigt. Was ist damals passiert? Wer war dieser Mensch in meinem Traum? Innerlich aufgewühlt ging ich weiter in die hinteren Räume. Dann traf ich auf einmal Papa im Gesellschaftsraum. Papa! Ich stellte ihm eine Frage über den Zeitungsartikel. Ich fragte ihn, wer meine Mom gebracht hat. Papa antwortete, er habe Sayoko getötet? Sayoko nicht getötet. Natürlich hat er geantwortet, dass er Sayoko getötet hat. Also manchmal sind die Dinge echt bescheuert. Genau! Papa sagte, dass er Mama nicht gemordet hat. Sie zu ihr zu verlieren. Nur als hätte ich mich selbst verloren. Das waren seine Worte.
Als ich Papa reden hörte, wurde ich auch sehr traurig. Aber dann hörte er ein Geräusch und ließ mich allein zurück. Während Papa weg war, machte ich mich auf die Suche nach Jessica. Ich ging weiter in die hinteren Räume der Villa. Dort war die Tür zum Lagerraum mit einem Seil zugebunden. Um die Tür zu öffnen, verwendete ich ein rostiges Messer, ein Radio oder ein Bild. Das Bild einer Bucht, natürlich ein Radio. Ich verwende auch immer Radio, um Messer Seile aufzuschneiden. Ganz ehrlich, ein rostiges Messer ist auch logisch. Nur ich habe das Seil mit einem rostigen Messer zerschnitten. Und im Lagerraum war dann auch Jessica. Jessica war zwar ein wenig benebelt, aber ich war trotzdem erleichtert. Wer hat Jessica das nur angetan? Es war... Die, Richard oder Bill, natürlich waren es die und Richard zusammen. Bill ist natürlich die falsche Antwort. Nein, es war natürlich Bill. Genau! Jessica sagte, dass Bill sich in der Villa aufhält. Bill Edward hat sie angerufen. Das hat sie mir gesagt. Bill hält sich in der Villa auf. Ich muss Papa schnell warnen, er ist in Gefahr.